Er kann jeden von uns treffen, jederzeit und überall. Der Herzinfarkt. Laut Weltgesundheitsorganisation gehört er zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Wie können wir Infarkte vermeiden oder deren Folgen nachhaltig behandeln? Aus dem lettischen Riga kommt ein Medikament, das genau hier ansetzt. Sein Erfinder, Ivars Kalvinč. Mein Medikament hat schon viele Menschenleben gerettet. Das macht mich sehr glücklich. Mindestens 2 Millionen Menschen nehmen es schon und sind zufrieden. Kalvinč ist Laborleiter am Lettischen Institut für organische Synthese. Seit Beginn seiner Berufskarriere will er den Herzinfarkt besiegen. Doch dazu muss er erst einmal verstehen, wie er entsteht. Wie alle Muskeln in unserem Körper brauchen auch die Zellen des Herzmuskels Energie. Diese beziehen sie unter anderem aus Glucose, Fettsäuren und Sauerstoff, dem Treibstoff der Energiegewinnung. Sie alle werden über das Blut in die Zellen transportiert. Wenn die Blutversorgung zum Herzen unterbrochen wird und so der Energiebedarf des Herzmuskels abreißt, sterben die Zellen ab. Der Muskel enthält dann totes Gewebe. Die toten oder kranken Zellen bewirken, dass die Funktion des Herzmuskels eingeschränkt wird. Es kommt zum Infarkt. Kalvinčs Ansatz? Eine natürliche Lösung für das Problem zu finden. Schließlich entdeckt er einen körpereigenen Stoff, der in höheren Dosen verabreicht, wie Doping für die Zellen funktioniert, Meldonium. Es unterdrückt die Ablagerung giftiger Rückstände im Herzmuskel und versorgt die Zellen gleichzeitig mit mehr Sauerstoff. Man kann es intravenös oder in Pillenform verabreichen. Meine Entdeckung hat mich sehr gefreut. Es war ja ein komplett neuer Ansatz, Infarkte und Herzklappeninsuffizienz zu behandeln. Aber erste Ergebnisse zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In vielen Ländern Osteuropas ist Meldonium mittlerweile ein großer Erfolg und wird dort als Standardbehandlung bei Infarkten eingesetzt. Dieses Medikament allein macht 0,7% aller lettischen Exporte aus. Es hilft sowohl vorbeugend als auch rehabilitierend, ist allerdings in Westeuropa und den Vereinigten Staaten noch nicht zugelassen, da die erforderlichen Studien erst in Planung sind. Aber Kalvinč ist sich schon jetzt sicher, Meldonium ist die Antwort auf ein globales Problem. Der größte Lohn für mich ist es, wenn Leute auf mich zugehen und sich bedanken. So wie letzten Sonntag in der Kirche. Ein erprobtes Mittel gegen Herzinfarkt ist zwar sein größter Erfolg, doch Kalvinč erreicht noch weitere Meilensteine im Bereich der medizinischen Chemie. Er entwickelt Medikamente zur Behandlung von Krebserkrankungen und Alzheimer. Meine Motivation war es immer, Menschen zu helfen, Medikamente zu entdecken, die zu ihrem Wohlbefinden beitragen. Und ich hoffe, dass meine Erfindungen genau das tun. Bis heute hat Ivars Kalvinč 650 wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht und ist an mehr als 215 Patenten beteiligt. Für seine zahlreichen Entdeckungen ist er jetzt für den Europäischen Erfinderpreis in der Kategorie Lebenswerk nominiert. Die Verleihung des renommierten Preises findet dieses Jahr in Paris statt. Ich bin sehr stolz, da es eine Anerkennung für Teamarbeit ist. Erfindungen entwickeln hat immer mit Teamarbeit zu tun. Und deshalb ist auch unser gesamtes Institut stolz. Ivars Kalvinč, ein bodenständiger Visionär mit klugem Kopf und großem Herzen.